Verzögerungen ausgearbeitet. Demnach sollen die Verbraucher auch besser vor zweifelhaften Methoden einiger Inkassofirmen geschützt werden. Ägyptens Präsident Morsi ist heute zum ersten Mal auf Staatsbesuch in Deutschland. Eigentlich wollte er 2 Tage bleiben. Wegen der Unruhen in Ägypten dauert der Besuch jetzt aber nur noch wenige Stunden. Menschenrechtsorganisationen haben zu Protesten gegen Morsi aufgerufen. Vor den entscheidenden Verhandlungen zur Zukunft von Opel hat die IG Metall einen Katalog von Forderungen an den Mutterkonzern präsentiert. Für die deutschen Standorte und die Mitarbeiter. Mischa Busse de Laskai, HR3 Hessen Redaktion. Dabei müssten alle Standorte und eine möglichst große Anzahl von Beschäftigten über das Jahr 2016 zugesichert werden. Außerdem müsse der Produktions- und Entwicklung seit vergangenem Sommer über die Zukunft von Opel. In einer Shisha-Bar in Wiesbaden ist es in der Nacht zu einem Nieselregen, Temperaturen von Rimbach, Südhessen 11 Grad, Tann aus Hessen 9 Grad und Bromskirchen, Landkreis Waldeck-Frankenberg 8 Grad. Geht hoch bis auf 14 Grad und es bleibt heute und auch die nächsten Tage leider sehr, sehr windig. Immer wieder mit Regen unterbrochen. Der Wettertrend zeigt zwar für morgen eine leichte Beruhigung, aber nichtsdestotrotz kann es immer mal wieder regnen. Und ab morgen gehen die Temperaturen leicht zurück. Donnerstag und Freitag haben wir dann zwischen 6 und 11 Grad. Und Matthias Münch. Wunderschönen guten Morgen. Amy Winehouse gibt's gleich. You know I'm no good. Und vorher, wie von Herrn Förster. Thank you.